Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Heute am Tag vor dem Weltfrauentag und wir sind hier zu einem Pressegespräch zusammengekommen. Und der 8. März, Internationaler Weltfrauentag, wird seit 1911 einmal jährlich begangen. Und so ist das auch morgen wieder soweit. Und aus diesem Anlass sind wir hier im Rathaus zusammengekommen, auf die Einladung von der Frau Bürgermeisterin Elke K. und haben vier interessante Frauen hier zu einem Gespräch geladen, zu diesem interessanten Thema. Und einmal unsere Frau Bürgermeisterin Elke K. Herzlich willkommen, guten Morgen. Dann die Leiterin des Referats für Frauen und Gleichstellung, Doris Kirschner. Guten Morgen, hallo. Dann Bernadette Böchheim, sie ist die Leiterin des Referats oder der Abteilung für Frauen und Gleichstellung in der AK Steiermark. Hallo. Und dann die Frau Silvia Gassner, Betriebsratsvorsitzende der Stadt Graz und auch noch viele weitere Funktionen. Das wird sie uns dann nachher erzählen. Guten Morgen. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit der Frau Bürgermeister. In Ihren Sprechstunden sind Sie ja immer wieder mit Problemen von Frauen konfrontiert. Was sind vordergründig die Themen, die die Frauen beschäftigen? Arbeit, Wohnen, soziale Gleichberechtigung, was sind die Themen, die am meisten brennen? Was wird seitens der Stadt Graz schon getan? Und was ist vielleicht auch künftig in Planung? Bitte. Einen schönen guten Morgen. Es ist das, was Sie angesprochen haben, Frau Kreins, genau das, was wir seit Jahren in unseren Beratungen und in unseren Sprechstunden sehen und hören. Es geht letztendlich immer wieder um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Einerseits sind die Gehälter und Löhne vieler Frauen sehr niedrig. Ein großer Teil der berufstätigen Frauen arbeitet noch immer, vor allem berufstätige Mütter, sind es fast 70%, die Teilzeit beschäftigt sind. Die wenigsten davon, weil sie das so möchten, die meisten möchten eine Vollzeitbeschäftigung. Das Problem ist aber, dass sich das oft, vor allem wenn sie alleinerziehend sind, nicht vereinbaren lässt und gleichzeitig oft auch die Probleme sind der fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen. Also das ist einerseits eine Arbeit zu finden, von der man das Auslangen hat, andererseits mangelnde Kinderbetreuungseinrichtungen, vor allem für unter Dreijährige, auch in Graz, das muss man so sagen. Und gleichzeitig auch jene, die arbeitssuchend sind, es sehr, sehr schwer haben. Das ist ein großes Thema. Wenn sie nicht den Nachweis bringen können, dass sie einen Kinderbetreuungsplatz haben, dann von keine Arbeit bekommen. Also das ist ein ständig kommunizierendes Gefäß. Und das Problem, vor allem was in den letzten Jahren da wirklich angestiegen ist, ist auch der Druck auf die Frauen, die arbeitssuchend sind, wenn sie nicht jede Arbeit annehmen, sie auch mit einer Sperre seitens des AMS verbunden sind. Das halte ich für ein riesengroßes Problem, weil es tatsächlich dann so ist, dass diese Familien und diese Frau mit ihren Kindern oft 0 Euro außer der Familienbeihilfe dann zum Leben hat. Das heißt, da ist ein riesiger Handlungsbedarf aus meiner Sicht. Und gleichzeitig ist ein weiteres großes Thema, vor allem auch in den letzten Jahren, und das wird auch nicht besser werden, wenn man weiß, wie die Energiekosten steigen, das ist das Thema Teuerung insgesamt, vor allem bei den Energiepreisen, aber vor allem auch bei den Wohnkosten. Mhm. Das ist durch die Bank, dass man eigentlich sieht, dass vor allem berufstätigen Frauen mit mittleren Einkommen einfach schlicht und weg zum Leben zu wenig bleibt. Und hier auch die Stadt Graz durchaus gegensteuern muss, um diese Frauen und mit ihren Familien zu entlasten. Einerseits haben wir das gemacht, indem wir die Betriebskosten in diesem Jahr nicht automatisch erhöht haben. Andererseits werden wir mehr Gemeindewohnungen errichten. Wir werden auch mehr Übergangswohnungen für Frauen mit ihren Kindern, vor allem die Gewalt in der Familie erfahren haben. Das ist ein eigenes Thema, aber hier werden wir eine Kooperation mit dem Frauenhaus Wohnungen zur Verfügung stellen. Damit sie rascher aus der Notunterkunft kommen können und ein eigenständiges Leben wieder mit ihren Kindern machen können. Und
Ein ganz wichtiges Thema ist für uns nicht nur die Fraueninitiativen und Vereine, die ja über Jahrzehnte großartige und tolle Arbeit leisten, stabile Basisfinanzierung zu geben, sondern dass wir auch gemeinsam mit dem Frauenreferat vor Ort bei den Frauen sind, dort, wo sie leben und arbeiten. Mhm. Also mit der Initiative für Frauen vor Ort möchten wir ganz nah bei den Frauen sein und wöchentlich ab Sommer in Siedlungen gehen und dort, wo die Frauen leben und arbeiten, um mit den Angeboten, die die Stadt gibt, die Initiativen geben, einerseits zu informieren, aber andererseits vor allem auch ganz konkret für die Frauen vor Ort da zu sein. Ich glaube, das ist also geplant mit einem Lastenrad dann in die Siedlungen und so. Und genau. Sie werden, wenn es zeitlich möglich ist, auch dabei sein. In jedem Fall. Das ist etwas, was ich bisher immer schon gepflegt habe, auch in anderen Zuständigkeiten. Ich halte es für das Um und Auf, auch konkret mit den Mitarbeiterinnen der Stadt Graz persönlich auch da zu sein. Das heißt, sehr niederschwellige Hilfe, Information vor Ort, das heißt, man muss nicht zu einer Beratungsstelle gehen, sondern die Beratung sozusagen kommt zu den Betroffenen, in die Siedlungen. Beides ist notwendig. Es ist wichtig, eben zu informieren, weil viele Frauen wissen oft auch nicht über die Angebote, sei es jetzt von Kinderbetreuungsbereich, das Thema Gewalt in der Familie, Leistungen, die die Arbeiterkammer oder auch andere Einrichtungen geben. Ich merke es einfach auch in den Beratungen immer wieder, wie viel Frauen oft nicht wissen, was es auch gibt schon. Und wichtig ist eben niederschwellig Angebote zu geben, weil es tun sich einfach viele schwer, kennen auch gar nicht, weil sie arbeiten, haben die Kinderbetreuungsverpflichtungen und deshalb ist es wichtig, so nah wie möglich dort zu sein, wo sie auch wohnen. Das ist eine großartige Idee. Ja. Fein. Frau Böchheim, wie schaut das bei der AK aus? Sie sind dort die Leiterin des Referats, also der Abteilung für Frauen und Gleichstellung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wo hackt es? Wo sind Brennpunkte? Ich kann mich da der Bürgermeisterin nur anschließen. Ein großes Thema ist die Kinderbetreuungssituation in der Steiermark. Nach wie vor ist es so, dass nur 27% der steirischen Gemeinden ein Kinderbetreuungsangebot in der Form zur Verfügung stellen, dass beide Elternteile Vollzeit arbeiten können. Also Teilzeit ist hausgemacht, das ist ein strukturelles Problem. Wir haben auch das Problem, dass viele Landgemeinden nur einen Halbtagskindergarten anbieten. Wir haben das Thema der unbezahlten Arbeit. Nach wie vor ist es so, dass Frauen für den Großteil der unbezahlten Arbeit wie Pflege, wie Kinderbetreuung zuständig sind. Das bindet natürlich Ressourcen und Frauen können dann nur Teilzeit arbeiten. Und unser Sozialsystem ist so aufgebaut, dass sich alle Ansprüche nach dem Einkommen rechnen. Halber Lohn bedeutet auch halbe Pension. Und die Altersarmut von Frauen ist vorgezeichnet. Wir haben eine durchschnittliche Frauenpension von 900 Euro, eine durchschnittliche Männerpension von 1.900 Euro. Frauen sind im Alter akut armutsgefährdet. Das ist ein großes Thema. Und Corona hat die Situation noch einmal verschlimmert. Wir haben in den Beratungen gemerkt, dass viele Frauen die Arbeitszeit reduzieren, beziehungsweise länger in Karenz bleiben, eine Bildungskarenz anhängen, weil sie die Situation nicht mehr schultern konnten. Wir haben auch ein neues Pensionsrecht in der Form, dass es zu einer Lebensdurchrechnung kommt. Das trifft natürlich Frauen besonders hart. Ja. Früher war es so, dass die besten 15 Jahre herangezogen worden sind. Jetzt haben wir eine Lebensdurchrechnung und trifft das natürlich vor allem Frauen mit den langen Teilzeitphasen. Also die Altersarmut von Frauen ist ein akutes Thema. Ein weiteres Thema, das bei uns heuer im Fokus ist, ist die Bewertung der Arbeit. Warum ist es nach wie vor so, dass die Betreuung von Maschinen mehr wert ist als die Betreuung von Menschen? Eine Pflegerin, die mehrmals am Tag einen schweren Mann hebt, hat eine ähnlich schwere Belastung wie ein Arbeiter in der Metallindustrie. Müssen jetzt Frauen in der Industrie arbeiten, um besser zu arbeiten? Da braucht es einfach eine Neubewertung der Arbeit. Und wie systemrelevant Frauenarbeit ist, hat die Corona-Krise gezeigt. Mehr als 70% der Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen sind Frauen und die Einkommen gehören zu den niedrigsten in Österreich. Wenn wir an die Kinderbetreuung denken, an die Pflege, an den Handel, an die Reinigung,
Die Frauen haben jetzt die Krise geschultert und im Endeffekt wird es so sein, dass viele dann im Alter akut armutsgefährdet sind. Was ist aber auch schon gelungen, vielleicht wenn man so 2019 die Anrechnung der Karenzzeit jetzt so schon das mal... Das ist ein großartiges Thema, das ist wirklich ein Meilenstein. Für Geburten ab 19 ist es eben so, dass die Karenzzeiten für alle Ansprüche, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, angerechnet werden und jede Frau, aber auch jeder Mann profitiert von der gesetzlichen Anrechnung der Karenzzeiten. Da ist wirklich was gelungen, kann man sagen. Natürlich auswirken wird sich erst langfristig, weil die Frauen kehren jetzt aus der Karenz zurück, aber langfristig wird der Sicherung vom Equal Pay Gap führen, weil der Equal Pay Gap ja im Regelfall ein Elterngap ist, weil jede zweite Frau aufgrund der Kinderbetreuungspflichten Teilzeit arbeitet. Bei Kindern unter 15 Jahren arbeiten sogar 75% der Frauen in Teilzeit. Und wenn wir uns jetzt eine Frauenbranche, wo es für 40 Stunden 1.600 Euro brutto verdient und das mit Teilzeit koppelt, dann sind sie während der Erwerbstätigkeit eigentlich schon akut armutsgefährdet. Gibt es ein Einkommen von 900 Euro. Vor allem dann natürlich im Alter wirkt sich das gravierend aus und Teilzeit setzt immer weiteres Einkommen voraus. Und wir wissen, dass mittlerweile jede zweite Ehe geschieden wird. An der Börse würde man sagen, Hochrisikogeschäft, da braucht es eine gescheite Absicherung, aber Frauen haben diese Absicherung nicht. Also ich sehe ein großes Problem, vor allem hinsichtlich der sozialen Absicherung von Frauen und vor allem im Alter und wird sich das durch die Corona-Krise, und da gibt es schon die ersten Studien dazu, noch einmal massiv auswirken. Ja, danke vielmals. Bitte. Frau Gassner, darf ich Sie bitten, Betriebsratsvorsitzende der Stadt Graz, außerdem Zentralbetriebsrätin beim Steirischen Roten Kreuz und Österreich-Vorsitzende des Fachbereichs Soziale Dienste der Gewerkschaft WIDA. Also Sie haben auch ganz viele Erfahrungen. Was können Sie uns berichten? Darf ich nur ganz kurz verbessern? Ich bin nur Betriebsratsvorsitzende Stadt Graz, Rotes Kreuz, nicht von der Stadt Graz. Okay, gut, dann mit der falschen Info. Egal. Gut. Also ich komme aus der Branche der Gesundheits- und Sozialbetreuungseinrichtungen und das ist noch immer eine Branche, die sehr weiblich dominiert ist, klarerweise. Aber, wie es die Kolleginnen vor mir schon gesagt haben, es sind Bereiche, die noch immer weniger entwertet werden mit dem Lohn als wie technische Bereiche. Es sind Bereiche, gerade die mobile Pflege und Betreuung oder die Langzeitpflege, wo über 70% in Teilzeit arbeiten. Und wie es die Frau Bürgermeister schon gesagt hat, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie keine anderen Beschäftigungsverhältnisse bekommen. Und ich denke mal, gerade in diesen Bereichen müsste man es schaffen, dass es so schnell wie möglich auch zu einer Arbeitszeitreduzierung kommt, so schnell wie möglich auch dazu kommt, dass Frauen, die in diesen Branchen arbeiten, mit 60 in eine Schwerarbeitspension gehen können, denn mit den Rahmenbedingungen, die die Schwerarbeitspension zurzeit hat, schafft es keine Frau, die in dem Bereich arbeitet, dass sie das in Anspruch nehmen könnte. Und dann ist es noch wichtig, gerade dieser Care-Bereich, der privat geleistet wird, der weder eine Anerkennung noch eine Wertschätzung hat, sei es jetzt die Kinderbetreuung, sei es jetzt die Pflege oder Betreuung von Angehörigen. Es kann und muss nicht ein jeder Pflege leisten, vor allem nicht von den Angehörigen. Es muss leistbar sein, dass sie sich professionelle Dienste zur Unterstützung holen können, sodass sie die Beziehungsarbeit dann vor Ort leisten können. Da kann man einwerfen, die Pflegedrehscheibe der Stadt Graz, die ja da ganz großartige Vernetzungsarbeit leistet, wo alle quasi Themen Pflege zusammenkommen, wo wirklich geholfen wird, umfassend. Richtig. Danke. Liebe Doris, darf ich dich noch bitten, zum Thema Frauen und Gewalt, das ja leider auch ein sehr akutes Thema ist, wie wir gesehen haben in den letzten Monaten leider. Was wird da seitens der Stadt Graz, seitens deines Referats getan? Welche Aktionen gibt es da? Gewalt an Frauen und Kindern oft auch ist natürlich ein Thema, das immer zum Internationalen Frauentag gehört. Das ist ein Thema, das vielen auch unter die Haut geht, das
in der schärfsten Ausformung auch darin endet, dass Frauen ermordet werden. Ja. Mir ist es da ganz wichtig, auch immer zu betonen, wenn ein Mord an Frauen stattfindet, dann müssen wir das auch so benennen. Ja, es sind keine Beziehungsdramen oder Familientragödien, sondern es ist einfach Mord. Frauen werden ermordet, weil sie Frauen sind. Ja. Und halt nicht so funktionieren, wie sich's die Männer gerne wünschen würden. Ja. Und auch zum Internationalen Frauentag ist es uns wichtig, mit diesem Thema hinauszugehen. Wir haben im letzten November eine neue Kampagne auch auf die Füße gestellt. Das haben Sie vielleicht mitbekommen. Drei Grazer Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich da zur Verfügung gestellt. Wir haben Videospots produziert, die sind auch in den Kinos gelaufen. Und die Botschaft, die wir damit transportiert haben, Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Ja? Wir alle müssen Sorge tragen und uns kümmern, wenn wir Gewalt wahrnehmen. Ja? In den Spots war es auch zu sehen, auch der Hausmeister, ja, der mitbekommt, dass es in einer Familie Gewalt gibt, kann etwas tun. Ja? Er kann zum Beispiel die Polizei rufen, das geht ganz einfach, ja? Aber er kann auch Hilfe anbieten. Ja? Und mit dieser Botschaft wollen wir auch zum Internationalen Frauentag wieder hinausgehen. Gewalt geht alle an. Ja? Wir haben aber auch, muss ich schauen, da sind sie, die Taschenalarme, die wir verteilen werden morgen in der ganzen Stadt. Das sind einfach sozusagen Sicherheitsanker für Frauen. Wenn sie sich nicht mehr zu helfen wissen, dann können sie diesen Taschenalarm in Gang setzen und der macht einen ordentlichen Wirbel und die Frauen können auf sich aufmerksam machen. Was wir auch mithaben und verteilen, ist diese Broschüre Selbstsicher. Kann auch bei uns im Referat angefordert werden. Da sind alle möglichen Informationen zum Thema Gewalt drinnen und vor allem auch alle möglichen Kontaktadressen, wo man sich hinwenden kann und nicht nur als Betroffene, sondern auch als Freundin, als Schwester, als Nachbar, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ja? Und muss ich auch noch ankündigen gleich, es wird auch eine sozusagen gekürzte Version geben, von dieser Broschüre mit Kontaktadressen in verschiedenen Sprachen, die wir dann auch mit unserem Lastenrad mithaben werden, damit wir die Information gut unter die Frauen bekommen. Was Sie auch noch gefunden haben auf Ihrem Sessel, ist so ein kleines Heftel, Mädchen im Netz, ein Leitfaden zum Umgang in den sozialen, asozialen Medien. Auch das ist Gewalt, ja. Wenn man beschimpft, bedroht, schlecht behandelt wird in sozialen Medien und vor allem junge Frauen und Mädchen sind da sehr oft überfordert mit dem, was da abgeht. Das ist ein neues kleines Bixi-Büchlein, das wir gemeinsam mit dem Österreichischen Städtebund, mit dem Frauenausschuss produziert haben und auch dieses kleine Büchlein kann man bei uns bekommen. Mhm. Ja, und ganz zum Schluss sozusagen ein anderes Thema möchte ich auch noch loswerden. Seit drei Tagen, ich weiß nicht, ob ich richtig rechne, ist die Ausschreibung für den Grazer Frauenpreis auch draußen, auch passend zum Internationalen Frauentag. Das heißt, Projekte aus Graz, die sich an Frauen wenden, Projekte von und für Frauen, können da eingereicht werden und am Grazer Frauenpreis teilnehmen. Dankeschön. Aber liebe Doris, vielleicht eines, was du noch erzählen könntest, was wichtig wäre, ist, dass Luisa ist da, dieses Projekt, das auch sehr erfolgreich angenommen wird, wo schon ganz viele Gastronomen an Bord sind. Vielleicht, wenn du das auch noch kurz vorstellst und dann Status quo quasi
berichtest uns? Ja. Ja, das Projekt Luisa ist da, haben wir vor inzwischen fast 3 Jahren gestartet. Ja, 2019 war der Beginn. Luisa ist da, ist ein Projekt, wo Frauen, die in Lokalen belästigt werden, sich Hilfe holen können. Und Luisa ist dabei ein Code, den die Frauen verwenden können, weil es einfach unangenehm ist, wenn man belästigt wird, wenn das nicht so ganz offensichtlich ist, ja, da irgendetwas zu sagen, ja, zu irgendeiner wildfremden Person zu sagen, da hat man wer am Hintern griffen. Ja. Das tut man eigentlich nicht so gern, da schämt man sich auch manchmal ein bisschen dafür. Und mit dem Codewort oder mit der Frage, ist Luisa da, kann ich mich an das Personal in einem Lokal wenden und bekomme dann einfach ganz unkompliziert Hilfe. Ich brauche auch nicht erklären, was passiert ist, sondern ich weiß, dass ich Unterstützung bekomme und aus dieser unangenehmen Situation herauskommen kann. Ja? Und inzwischen ist es so, dass 45 Lokale in Graz schon mit dabei sind. Alle Lokale, die da mitmachen wollen, können sich bei uns melden. Es gibt dann eine Infoveranstaltung, wo wir das Projekt genau erklären. Das ist uns ganz wichtig, dass die Lokale wirklich auch die Information haben, wie funktioniert Hilfe und was kann ich tun, und damit in den Lokalen auch alle wissen, was zu tun ist. Ja, sie bekommen von uns das Material und wir sind ständig am Schauen, wie wir Luisa noch ausbauen können, weil es einfach gut funktioniert und die Frauen das eigentlich auch sehr gut finden, dass es diese Luisa-Lokale in Graz gibt. Und du hast gesagt, es wird viel darüber gesprochen, es ist ein Thema und das ist schon mal positiv, ne? Das ist genau, ja. Die Rückmeldung, die wir aus den Lokalen haben, die da mit dabei sind, ist, dass sexuelle Belästigung in den Lokalen einfach Thema ist. Ja? Die Leute, die zum Beispiel die Plakate sehen, reden drüber. Ja? Und damit wird das Thema einfach öffentlicher, mehr diskutiert, und allein das ist einfach ein Wert von dem Projekt. Ja. Danke vielmals. Danke. Ich würde die Frau Bürgermeister noch um ein quasi Resümee, um ein Schlusswort bitten und vielleicht auch einen Ausblick. Ja. Ich möchte mich zuerst einmal vor allem bei allen, die heute hier dabei waren, auch bei der Pressekonferenz bei der Frau Büchern, bei der Frau Gassner und bei der Doris bedanken und auch bei Ihnen für die Moderation. Warum haben wir auch gerade die Kolleginnen heute auch gebeten, weil es uns genau um den Punkt geht, das Thema Arbeit in Zusammenhang auch mit dem Internationalen Frauentag vor allem in den Mittelpunkt zu rücken. Und unter welchen Bedingungen arbeiten die Frauen, wie schaut ihr Verdienst aus und was ist notwendig daran zu ändern? Zu wenig oft sind Fragen, die eigentlich die Gewerkschaft berühren und sozusagen im Zentrum. Und das ist mir als Frauenstadträtin auch wichtig, die Arbeitsbedingungen von Frauen in unserer Stadt Graz zu benennen, anzusprechen und was wir ändern müssen. Ich glaube, dass das dort, wo wir selber die Möglichkeit haben, in der Stadt Graz alles dafür zu tun. Und da möchte ich noch einmal erwähnen, vor allem den Pflegebereich und auch den Bereich der Elementarpädagogik. Da ist vieles noch nicht so, wie wir uns es wünschen. Von der Bezahlung her, von den Rahmenbedingungen und auch von vielen Frauen, die ihre Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen haben, da muss man einfach schlichtweg sagen, da sind die Tarife für mittlere Einkommensbezieherinnen zu hoch. Mhm. Und das Letztere vor allem ist ein erklärtes Ziel in der Periode, dass wir das ändern. Mhm. Es ist aber auch eines ganz wichtig, vielleicht heute auch zu sagen, der Internationale Frauentag ist ja nicht von Himmel gefallen. Das ist eben aus der Frauenbewegung heraus, vor allem der Arbeiterinnen-Frauenbewegung heraus entstanden und hat immer eines zum Zentrum gehabt: Frieden und auch Arbeit für die Frauen.
Und die Losung Brot und Rosen kommt nicht von ungefähr. Und wenn wir wissen, dass nicht unweit von hier gerade Frauen mit ihren Kindern durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine ihre Heimat verlassen müssen, dann gewinnt dieser internationale Frauentag eine ganz andere Bedeutung noch einmal weltweit. Und es ist, wenn man sich ansieht, wie es insgesamt ausschaut, zeigt es einfach, dass Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg notwendig und wichtig ist und dass wir jeder Frau und ihren Kindern hier bei uns, egal woher sie kommen, eine Heimat geben müssen. Dafür stehen wir auch als das Frauenreferat und vor allem auch ich als Frauenstadträtin und als Bürgermeisterin. Das möchte ich einfach hier nochmal andeuten. Und an positiven Sache vielleicht noch zum Schluss, was wirklich erfreulich ist und was zeigt eben, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben und auch sich immer einzusetzen, ist, 1987 war das erste Mal, dass es eine Straßenbahnfahrerin in der Stadt Graz gegeben hat. Da hat, war viel der Verdienst der Frauenbewegung, vor allem auch der damaligen Frauenbeauftragten Grete Schurz. Und mittlerweile haben wir über 100 Busfahrerinnen und 70 Straßenbahnfahrerinnen und über 700 Frauen, also vor allem auch viele junge Frauen in der Holding Graz, die Berufe ausüben, die früher mal undenkbar waren. Also von Mechatronikerinnen bis im Bereich der Energie, im Stadtraum. Und es ist sehr erfreulich, dass wir hier jungen Frauen Lehre anbieten können und es auch aktiv machen und dass das auch angenommen wird. Das ist eine Richtung, die genau stimmt und da dürfen wir auch nicht locker lassen und weitermachen. Dankeschön. Danke. Möchten Sie beide noch vielleicht ein kleines Schlusswort? Wie Sie möchten. Ja, was zu einer wesentlichen Verbesserung beitragen würde, und das ist eine langjährige Forderung der Arbeiterkammer, wäre Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes, ein besseres Tarifsystem, beziehungsweise Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinsichtlich der partnerschaftlichen Teilung. Nach wie vor ist es so, dass kaum Männer in Karenz gehen. Da braucht man nur einen Blick in den Norden richten, vor allem aber noch Island. Da gibt es Anreizsysteme von den Betrieben hinsichtlich der besseren Vereinbarkeit. Da gibt es Firmenkulturen, die auch Frauen anziehen, beziehungsweise Arbeitszeitkultur, wo es ganz normal ist, dass ein Vater um 16 Uhr die Firma verlässt und sich damit entschuldigt, dass er oder verabschiedet, dass er seine Kinder abholen muss. Das ist in Österreich, wird eine Väterkarenz zwar akzeptiert, teilweise zähneknirschend, aber es wird nicht gefördert. Also da braucht es doch sehr viele Maßnahmen hinsichtlich der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ein wesentliches Thema hinsichtlich der Vermeidung von Altersarmut von Frauen ist das Thema bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten beziehungsweise einen kürzeren Durchrechnungszeitraum für Eltern, vor allem für Frauen, die Kinder erzogen haben. Das wäre ein Meilenstein für eine bessere soziale Absicherung von Frauen. Danke. Frau Gassner. Also ich glaube, es wäre ganz wichtig, mehr Anerkennung und Wertschätzung, wie gesagt, für den Care-Bereich zu machen und vor allem so, dass es so anerkennend ist, dass sich vielleicht auch zunehmend vermehrt die Männer dafür interessieren. Danke. Gibt es noch Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich fürs Interesse. Hoffe auf eine umfassende Berichterstattung im Sinne der Frauen. Und wünsche noch einen schönen Tag. Danke für mein Danke.